geht, Leute? Nach meinem Deload jetzt, nach meinem ungewollten Deload von anderthalb Wochen, werde ich heute wieder mit dem Training beginnen. Ich werde eine leichte Oberkörpereinheit machen, sprich alles ein bisschen durchpumpen, ein bisschen an Geräte gehen, die ich sonst nicht so benutze vielleicht, und werde ein bisschen auf Muskelgefühl trainieren, keine Progression oder nichts heute. Anderthalb Wochen Zwangspause, weil der Hals wieder ein bisschen gekratzt hatte, was ich ja, wie ihr wisst, immer direkt pausiere, sobald der Hals irgendwie kratzt oder Schleimbildung vorhanden ist. Oh, Nase juckt. Trotzdem war ich nicht ganz faul, denn ich hatte ja wie gesagt Uni gehabt die letzte Woche und musste das Step Aerobic mitmachen, musste verschiedene Gruppentrainings mitmachen, wodurch ich auf drei Kraftausdauereinheiten gekommen bin, beziehungsweise auch Cardioeinheiten, plus einmal montags, die Einheit habt ihr gesehen, da hatte ich die Kamera getestet, die neue. Diese Krafteinheit hatte ich auch noch, das bedeutet, ich war nicht ganz faul, hatte letzte Woche vier Einheiten. Heute haben wir Donnerstag und bis dato habe ich seit Samstag jetzt nichts mehr gemacht, um wirklich mal mein Immunsystem auskurieren zu lassen und dem ein bisschen Ruhe zu gönnen. Jetzt geht's wieder los. So. Aus dem reinen Trainingsvlog wird jetzt mal so ein ganz normaler Vlog. Mein Essen habt ihr ja eben schon gesehen. Jetzt bin ich noch auf dem Weg Getränke wegbringen. Scheiße, wenn man keinen Kofferraum hat, weil der Subwoofer drin ist und Trainingstasche etc. Das heißt, ich bringe jetzt erstmal Getränke weg, dann gehe ich zu Freunden, Tasche umpacken, Trainingszeug packen, meine BCAAs zusammenmischen. Die habt ihr ja schon gesehen von Rocker Nutrition. Und dann, was habe ich noch? Kohlenhydrate sind mir leider ausgegangen, meine schnellen Kohlenhydrate. Da muss ich mir noch mal was kaufen. Werde mir jetzt mal gucken, was es da von Olymp so im Studio gibt. Werde mir vielleicht da was holen oder beziehungsweise bestelle mir dann wieder was von Olymp. Da hatte ich letztens diese Carbonox oder wie sie heißen. Da ist, glaube ich, noch Arginin mit drin. Also so ein bisschen für den Pump. Alles mit dabei. Ja, ansonsten geht es jetzt erstmal Getränke wegbringen und dann hoffentlich ab ins Training. Bis gleich. Get rich or die trying, making the big money. So, jetzt hier im Weihnachtsbaum Underground Lab, goldene Weihnachtsbaum, gibt es noch eine kleine Mische. Bedeutet wieder meine BCAAs, zwei Scoops. Ergeben eine Portion. Und dann noch das ganz Böse, wie wir jetzt alle wissen, seitdem wir die Stern-TV-Reportage gesehen haben. Deswegen verpacke ich das immer jetzt ganz neutral. Die bösen Steroide, das Kreatin-Monohydrat. Ja. Leute, ich sag euch, das sind böse Steroide. Deswegen immer schön so verpacken, dass wenn euch die Polizei anhält, dass sie euch nicht kriegen. Aber ich bin ja undercover unterwegs, deswegen hier sollte mich keiner kriegen mit dem weißen Pulver. Alter, meine Karre ist so dreckig. Zieht euch das mal rein. Geil. Der ist jetzt mattschwarz. Diese Fingerabdrücke sind da drauf. Muss unbedingt mal gewaschen werden. So, mit dem Gutschein war ein schöner Fail. Gerade nochmal genauer gelesen, wofür der Gutschein überhaupt ist. Der ist nur für die Eiweißdosen von Olymp. Werde ich mal schauen, wenn sie günstig sind, nehme ich mir vielleicht eins mit. Aber momentan brauche ich kein Eiweiß, habe noch genügend zu Hause. Dementsprechend werde ich mir nichts holen von Olymp. Gibt es einfach nur Training. Und los geht's.
Oberkörpereinheit ist absolviert. Ich hatte einen enormen Pump, wie schon lange nicht mehr. Einfach alle Glykogenspeicher wieder gefüllt. Die Muskeln waren komplett ausgeruht. Ich hatte auch relativ viel Kraft. Von den Einheiten her, von den Übungen her, habe ich, ich glaube, überall das gleiche Gewicht bewegt. 40 bis 60 Kilo. Fand ich vom Muskelgefühl her sehr gut. Gerade die kleinen Chest Press von Alive Fitness sind die ganzen Geräte hier. Und hat mir gut gefallen. Jetzt bin ich gerade auf dem Rückweg und jetzt geht's gleich Süßigkeiten einkaufen. Amerikanische Süßigkeiten, da nehme ich euch natürlich mit und zeige euch das Sortiment ein bisschen, was es schön zum Schnacken gibt. Bis gleich. Mal wieder amerikanischen YouTuberin. What's in my bag? Get some Pringles. Pizza flavor. Reese's Big Cup. Reese's Trees. Lass mal den kleinen Scheiß. Combos. Buffalo, Blue Cheese, Pretzels. Labello, S'mores Geschmack, Reese's White Chocolate, White Reese's, Cinnamon Toast Crunch, Out of Focus, Focus! Beef Snack für den Snack zwischendurch von Jack Links. Standard, was man hier bei uns auch im Supermarkt mittlerweile bekommt. Liquid Smoke. Ja, das ist, wenn ich das ausschütte, dann brennt's, ja, und raucht's. Das ist eigentlich ganz cool. Blue Sky Soda in Lemon Lime Cream Soda und Jamaican Ginger Ale. Mac and Cheese gibt's ja bei uns auch im Supermarkt. Aber einfach nochmal mitgenommen. Jetzt noch der Lippenpflegestift, wo ich eben die Verpackung gezeigt habe. Auch Geschmack S'mores. Und zu guter Letzt mein zweites Frühstück für morgen. Von Quaker. Quaker. Maple and Brown Sugar Oatmeal. Wie das schmeckt, werde ich euch morgen berichten. I'm out. Boom. Guten Morgen, Leute. Jetzt gibt's die Quaker Maple and Brown Sugar. Schauen wir doch mal, wie das Ganze funktioniert. Also das sind so einzelne kleine Packs. Und das war's schon. Sehr geil, das ist eine Packung. Und jedes Pack laut Verpackung 43 Gramm hat. Mit 32 Gramm Kohlenhydraten, 12 Gramm Sugar. Werde ich mir zwei Packungen gönnen. So.
funktioniert sogar. Die Milch ist drin. So, und das Ganze kommt jetzt in die Mikrowelle. Jetzt bin ich mal gespannt. 2 Minuten in der Mikrowelle gewesen. Man soll es umrühren. Sieht irgendwie noch nicht ganz so aus wie auf der Verpackung. Ich glaube, das muss nochmal in die Mikrowelle. Ich gucke mal, ob es noch warm genug ist. Also, nach den 30 Sekunden ist es immer noch nicht ganz so fest geworden wie auf der Verpackung. Nächstes Mal werde ich definitiv ein bisschen weniger Milch reinpacken. Aber vom Geschmack her gefällt es mir sehr gut. Oh, da bin ich mal gespannt. Habe ich jetzt noch 5-mal Frühstück damit. Also, bis später.